Let's beat Black Friday. End of this month, the Mark Gabawa lifestyle turns 3 years old. We want to celebrate this milestone with you. Save the date to get the best deals. Pass auf, wir gehen mal rein ins Video von Nico. Let's go. Hallo? Hallöchen. Achso, Hallöchen. Ey, ich weiß nicht mehr, wie man bloggt. Ich hätte das vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie man YouTuber ist. Wer hier sich hinstellt mit diesen beiden absolut peinlichen Autos, das sind ja die absoluten Geringverdienerkarren. Ganz kurz, ich will auch noch eine Sache sagen. Ich habe jetzt hier seit fast einem Monat nicht gebloggt, okay? Ja. Es kann sein, dass ich mich zwischendurch auch mal unnatürlich verhalte. Man beachte Jebat. Er ist auf jeden Fall von Nico angetan. Mit Jebat war ich heute auch unterwegs. Wir waren ein bisschen on the road. On the road. Hey, Vicky. Jetzt wisst ihr, warum ich im Club nicht tanze. Willst du nochmal sagen, was du vorhast mit Marc? Was hab ich vor? Ach so. Sollen wir ein Parfüm machen? Wieso nicht? Dann lass uns so einfach so eine random Auswahl von Stoffen da reinmachen. Billigflasche für 500 Euro verkaufen. Nein. Guck mal, was wir vorhaben, wir möchten etwas Neues schaffen, was so noch nicht da ist. Wenn ihr meine Düfte kennen. Lügt doch die Leute nicht an. Doch. Also das, zumindest die Idee, die er mir gegeben hat, so ein Parfüm in der Richtung. Kenne ich persönlich jetzt nicht. Für mich jetzt nicht. Also Marc, ich muss wirklich sagen, du hast hier viele geile Düfte. Unter anderem den hier, den finde ich nicht schlecht. Aber mein Lieblingsduft ist eigentlich der hier. Also ich bin jetzt für die nächste Woche mit dieser Frau gefangen. Danach habe ich noch mal 3 Tage Pause von ihr. Und dann bin ich noch mal für eine Woche mit ihr gefangen. Du Glücklicher mit Karten. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Matheson? Ja? Ich will von dir morgen wirklich Einsatz sehen beim Shooting, ja? Aber wann gehen wir hin? Ich würde morgen früh hingehen. So 14 Uhr? 15 Uhr. Wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder wir gehen da nach Rostock in den Norden, zur Küste, in den Wald und es wird geiles Wetter und wir können diesen Elysium-Zustand, den wir für die Koalition brauchen, geil beschreiben. Oder... It's beginning to look a lot like... Wir haben noch drüber gesprochen, er meinte, boah, wehe, es regnet. Das wäre sehr unschillig, wenn das jetzt regnen würde. Das ist Leben! Boah. Alter, fahr mich nach Hause! Beautiful morning. Habe ich mit der Sonnenbrille abgehoben rüber? Ja. Perfekt. Soll ich nochmal die Werbetrommel rühren? Zum Glück habe ich den Ola Kala CC Hoodie an. Der hält bei so einem Wetter gut warm. Der sieht gut aus, hat eine krasse Stoffqualität. Und seit neuestem sieht man auch, dass er von Ola Kala ist. Da haben wir mal wieder was ganz Innovatives rausgehauen. Steht das 10 Ola Kala für Nordsee? Sag dir mal eine Sache. Ich muss jetzt modeln, Mev. Die alle jetzt hier einfach so seriös machen. Also wir sind jetzt hier gerade auf dem Edeka-Parkplatz und was machst du? Ich muss erstmal Fingern hingeschmissen. Motivier mich mal. Boah! Zum Glück trainiere ich hier gerade. Alter, wie lang ist das her, dass man Nico mal voll Power gesehen hat hier mit Jim und so? Nicht. Wir sind hier in Berlin, da ist es so eigentlich normal. Dann können wir uns jetzt ein Radtrinken gehen, oder? Heute der Tagesplaner. Ich gehe beim Sohnemann vorbei, guck, wie es dem kleinen Racker geht. Dann gucken wir nachher noch bei unserem Geringverdienerfreund vorbei. Morgen fliegen wir nach Tschechien, um dort wirklich auch den verwerflichen Content hochladen zu können. Wollt ihr mal jemanden sehen, der nicht gut drauf ist? Nee, das liegt wahrscheinlich daran, weil sie gerade. Sie hat nicht nur eine Tasche weg. Schon scheiße. Sie müssten Etablissement betrachten, denn sie haben nur eine Tasche bei Louis gekauft. Das ist schon ein wenig cringe. Papa, komm, wir gehen. Oh, Hallöchen. Jetzt geht's los. Hallöchen. Jetzt geht's los. Set! Oh, kennt ihr das Lied von Carmen Geist? Ich glaube, das wird echt schon hart wackeln, Alter. Ich bin nicht so ein Freund von uns, sagt dir ehrlich. Bis in Paris hab ich, Alter. Schön. Hallo, schnell hebt er ab. Wow. Das bockt ja gar nicht, Digga. Das ist ja richtig kacke, warum hab ich mich denn eingeladen? Die Luke oben. Jetzt geht's los. Ladies and Gentlemen, das Bordbistro steht Ihnen nun zur Verfügung. Warum machen wir eigentlich so oft wichtig? Die Essenz der Natur
Eine Ruhe in der Idylle. Die Meditation der Vernunft. Es gibt nichts, was diesen ruhigen, idyllischen Ort aus der... Moment mal ganz kurz, was... Hier haben wir das Casino. Das ist so genial, Matt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so genial ist. Aber direkt neben dem Casino, wenn du zum Beispiel dein Geld verspielst, ja, gar nicht schlimm. Du kannst hier direkt nebenan ins Pfandleihhaus gehen. Ja? Nein! Und dann kannst du zum Beispiel deine Uhr, den Geld eintauschen und wieder zurück ins Casino. Hey, wie geil ist das denn? Wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen? Man kann einfach all seine Sachen abgeben und dadurch Geld gewinnen. Richtig! Wie geil ist das denn? So geil. Vielleicht können wir das auch bei Ola Kala anwenden, dass die Leute einfach uns ihre Uhren schicken und dafür kriegen die vielleicht ein T-Shirt. Das ist es. Ich habe mir gedacht, zum Ende von diesem FLOG wird es mal wieder Zeit für ein, zwei ernstere Worte noch. Ich hatte jetzt einen Monat ungefähr Pause vom Videos drehen. Deswegen ist so lange nichts mehr gekommen. Irgendwie in letzter Zeit so viel Kacke passiert. Irgendwie nicht gut drauf gewesen, alles drum und dran. Oh, was? Aber umso besser für euch. Dem Kleinen geht es soweit ganz gut. Ich natürlich immer noch nicht so easy, mal vorbeizugehen, aber ich probiere natürlich so oft es geht hinzugehen. Und jetzt nochmal zu dem Casino-Event. So verwerflich, da ein Pfandleihhaus hinzustellen, Double Reverse, das sehe ich genauso. Also man muss eine Sache sehen, ihr habt vielleicht eben das Bild, könnt ihr euch nochmal ins Gedächtnis rufen. Wir hatten auf der einen Seite das Casino, dann dazwischen war quasi eine Grünfläche, eine Straße und dann war wieder eine Grünfläche und dann kam das Pfandleihhaus. Ich persönlich hätte natürlich das Pfandleihhaus ins Casino gebaut, einfach damit es auch schneller geht. Ja? Wer bitte hat Bock, über eine Straße zu laufen, über eine Grünfläche zu laufen, um seine Uhr zu verpfänden, damit er den Automaten weiter befüttern kann? Er arbeitet doch die ganze Zeit am Automaten. Du drückst den Automaten hoch, kommst wieder zurück, hast alles verloren, weißt du, kommst wieder zurück und sagst, jetzt hole ich dir alles aus dem Automaten raus und dann sitzt da irgendein anderer Penner. Also ich meine, das ist absolut verwerflich und da muss ich dir auch recht geben. Ich weiß, das Thema Casino wird ja zurzeit sehr, sehr kritisch beäugt und auch zu Recht. Ich bin zu diesem Event hingegangen aus Liebe zu Ron, nicht aus Liebe zum Casino oder was weiß ich was. Es war geil, dort mal wieder Marcel zu treffen, mit Bowser zu chillen, alles drum dran. Es hat wirklich Spaß gemacht. Aber unterm Strich hat das Event für mich an sich, also ich wäre niemals zu einem Casino-Event gegangen, wären da nicht diese Leute gewesen. Ich finde es selber kacke, was da gerade abgeht. Deswegen habe ich auch den Gewinn nicht mitgenommen, weil ich sag's euch ganz ehrlich, für mich ist es einfach dreckiges Geld. Ich bin froh, dass der Christian da das Geld mitgenommen hat. Ich hoffe, der Christian wird keinen Scheiß machen, das nicht verspielen, sondern gut investieren. Zum Beispiel Bitcoin ist gerade bei einem guten Preis. 19.000 Dollar, das ist es, meine Gajuzen. Ich wollte einfach, dass ihr da von meiner Seite aus nochmal Bescheid wisst, meine Sicht der Dinge so ein bisschen habt. Ich hoffe, der FLOG hat euch nicht gefallen. Einfach mal bewerten, wie ihr den fandet. Einfach mal bewerten. Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich geh scheißen. Hört man irgendwie selten, ne? Muss ich sagen, selten hört man so ernste Worte oder echte Worte von Nico, muss man sagen. Aber es ist mal erfrischend was Neues.